Fisherman's Friend Freshball. Die Spielregeln. Das Spielfeld. 14 Meter lang und 6,30 Meter breit. Hinter den kurzen Enden der Spielfläche 3 Meter Pool. Der letzte Meter vor dem Pool ist die Fresh Zone. Von der Mitte aus treiben zwei bewegliche Separator die Spieler in Richtung Pool. Und hinter den Pools in 4 Metern Höhe steht der Sudden Splash. Es spielen 3 gegen 3 über maximal 4 Minuten pro Satz. Nach 2 Gewinnsätzen, also maximal 3 Spielsätzen, steht der Sieger fest. Das Ziel: die Gegner ins Wasser zu drängen, bevor man selbst dort landet. Wie das funktioniert? Indem man die Gegner mit Bällen abwirft. Wird ein Spieler getroffen, rückt der Separator einen Meter auf sein Team zu. Nach 7 Treffern ist kein Platz mehr übrig und das Team wird ins Wasser geschoben. Wenn beide Teams in 4 Minuten keine 7 Treffer landen, ist der Satz unentschieden und alle landen im Wasser. Es sind immer 2 Bälle im Spiel. Fliegt ein Ball aus dem Spielfeld, wird sofort ein neuer Ball ins Spiel gebracht. Was als Treffer zählt? Jede Berührung des Balls am Körper, egal ob der Ball vorher auf dem Boden oder an den Wänden, ein- oder mehrmals abgeprallt ist. Es spielt auch keine Rolle, ob der Ball über oder unter dem Separator durchfliegt. Was nicht als Treffer zählt: wenn der Ball gefangen und festgehalten wird. Oder wenn der Ball mithilfe des zweiten Balls abgewehrt wird. Soweit so einfach. Kommen wir zum Sudden Splash. Wenn eins der Teams bis auf den letzten Meter vorm Pool, also in die Fresh Zone, zurückgedrängt wurde, wird der Sudden Splash aktiviert. Eine letzte Chance, den Spieß nochmal umzudrehen. Statt auf die Gegner zu zielen, kann dieses Team nun auf den Sudden Splash zielen. Schwierig, aber möglich. Trifft das unterlegene Team den Sudden Splash, hat es sofort gewonnen. Shootout bei Unentschieden. Wenn am Ende der dritten Runde, also nach Ablauf von insgesamt 12 Spielminuten, noch kein Sieger feststeht, entscheidet ein Shootout. Per Münzwurf wird entschieden, welches Team zuerst auf den gegnerischen Sudden Splash werfen darf. Danach geht es abwechselnd weiter. Sobald ein Team trifft, muss das gegnerische Team mit seinem nächsten Versuch auch treffen. Andernfalls hat das Team, das zuerst getroffen hat, gewonnen.